So, wenn ich jetzt ein Profi im Bergnamen wäre, dann könnte ich euch auch sagen, wie dieser Berg heißt. Monte Zulonka oder so. Sind wir jetzt von Tolmezzo am vierten Tag hingefahren. Ist anscheinend eine beliebte Radrennstrecke hier. Geht auch verdammt steil hoch, der Berg. Und da, ein Radfahrer haben mich schon überholt, da mit dem Rad hochzufahren. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das steil. Da muss ich ja mit dem zweiten Gang schon Vollgas geben, um hier nicht langsam hochzufahren. Monte Zolmezzo heißt der, glaube ich. Jetzt kommen wir in ein paar Tunnel, in denen man wieder nichts sieht. Ah, so, wir sind jetzt oben angekommen auf dem Zolmezzo-Berg. Und es ist auf jeden Fall eine coole Sache, hier hochzugucken. Ist irgendwie immer so unvorstellbar im ersten Moment. Und jetzt fahren wir wieder ins Tal und dann geht's weiter. Wir sind jetzt in Timau, so wie das Schild hier jetzt gerade gesagt hat. Und wenn man sich hier mal die Landschaft anguckt, ist es echt wahnsinnig schön. Diese hohen Felsen, die hier einmal rausschießen und dann noch, weil die so bewaldet sind. Das hat man ja eigentlich im Hochalpin nicht. Das sind ja eher die Felsen alle kahl und nackt. Aber hier wachsen da überall Sträucher und Bäume. Das ist halt was. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Mittersill. Ich glaube, das ist der Tauern- oder Obertauerntunnel. Ich glaube, Tauerntunnel heißt der nur. Ein ewig langer Tunnel durch den Berg. Das ist natürlich zum Motorradfahren ziemlich langweilig. So, hier gibt es mal eine schöne Serpentinenstraße mit großen Kurven hier nach oben. Aufgekommen. Huch. Aber mich hat es so erschrocken, deswegen. Boah, das war jetzt. Da hätte ich durchziehen müssen. Aber ich bin aufgekommen. So, jetzt haben wir ein paar Touren. Mittersill haben wir hinter uns gelassen. Huch. Und über den Pastouren geht es jetzt Richtung Kitzbühel, also doch über Kitzbühel und nicht über den Aachensee. Freunde, wir sind in St. Johann und auf der Heimreise. Ich beende das Video über die 4-Tages-Tour an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, schreibt mir einfach, dann gibt es eine Antwort. Haut rein, bis zum nächsten Mal.